Herzlich willkommen hier in der Essener Marktkirche. Buß- und Bettag. Klingt das nicht ein bisschen wie aus der Zeit gefallen? Wenigstens etwas verstaubt und auch befremdlich moralisch? Wir sprechen ja manchmal von Kalorien oder Verkehrssündern. Zwar geht es darum in den biblischen entsprechenden Zusammenhängen nicht und ist jetzt auch nicht der Bezugspunkt meiner Gedanken, aber vielleicht steckt dahinter ja die Ahnung, dass wir uns manchmal so verhalten, dass es uns nicht gut tut, dass wir Menschen uns selber schaden. Im Neuen Testament heißt das Wort, das für Sünde verwandt wird, auch daneben zielen, vorbeigehen, daneben gehen, wie bei einem Schützen, der sein Ziel verfehlt. Und das kommt doch vor im übertragenen Sinne, im persönlichen wie im beruflichen Bereich, dass Worte daneben gehen, Missverständnisse auslösen oder wirklich verletzen, Verhaltensweisen, Verhaltensmustern, die einem anderen oder auch sich selber Schaden zufügen. Das passiert nicht rund um die Uhr, aber wenn, dann hat es ungute oder sogar schwerwiegende Folgen. Wenn in der Bibel von Sünde oder von der Chance der Buße gesprochen wird, dann nicht, um uns Menschen klein zu machen oder ungesunden Perfektionsanforderungen auszusetzen. Jesus vermittelt ja keinen abweisenden Gott, der uns bildlich gesprochen die kalte Schulter zeigen würde, sondern den, der entgegenkommt, der Menschen mit offenen Armen empfangen möchte. Und dabei geht es, wenn es ums Thema Buße geht, doch auch, dass wir uns nicht verhärten, sondern öffnen, bereit sind zu sagen, es tut mir leid, dass mir das passiert ist. Mist, dass ich mich da so verhalten habe, aber komm, das soll jetzt nicht mehr zwischen uns stehen. Wenn Menschen Dinge ausräumen, die Distanz schaffen, die blockieren und sich stattdessen die Hände reichen, dann ist das befreiend und wohltuend. Und es entsteht Platz für besseres Miteinander. Buße zielt auf Besserung, auf Umkehr, zu intakteren Verhältnissen und zu weiterführenden Perspektiven. Buße als sich abwenden von dem, was in Sackgassen führt, was Zukunft verengt, das ist natürlich auch ein öffentliches Thema. Was kann das heißen jetzt gerade auch im Blick auf die Corona-Pandemie, was wir da lernen können? Wie viele andere denke ich auch, Buße kann da vor allem bedeuten, Verabredungen und Entscheidungen zu treffen, die das Gemeinwohl stärken und das Überleben der Schöpfung zum Ziel haben. Interessant, Papst Franziskus sprach in diesem Zusammenhang von sozialer Freundschaft und davon, dass wir Menschen nur als globale Geschwistergemeinschaft diesen weltweiten Herausforderungen begegnen können. Bußtag und Bettag. Und das passt ja auch, finde ich, denn beim Beten geht es doch darum, seine Gedanken, seine Kräfte zu sammeln und sie auf das hin auszurichten, was weiterbringen kann, was dem Leben dienlich ist. Gott zu bitten, dass er präsent ist und immer wieder uns geistesgegenwärtig macht. Und dann brauchen uns Verunsicherung oder offene Fragen nicht zu lähmen. Einer der für dieses Datum Buß- und Bettag vorgeschlagenen Bibeltexte ist der 51. Psalm. Schaffe du, Gott, in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Diese Worte sind ja selbst ein Gebet und die nehme ich jetzt auf und lade sie ein zu einem Gebet. Lebendiger Gott, in der Tat, deinen Geist können wir sehr gut gebrauchen. Gib uns mit ihm Klarheit und Beständigkeit. Stärke unsere Herzen und Gedanken, uns auf das hin auszurichten, was konstruktiv und heilsam ist. Und wir können, unser Gott, auch Gedanken von Dietrich Bonhoeffer aufnehmen, wie er den christlichen Glauben auch verstanden hat, dass mit deiner Hilfe
auch aus Schwierigstem und sogar aus Bösem tatsächlich Gutes entstehen kann und dass du auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartest und antwortest. Amen. Und um Gottes Segen bitten wir. Segne, schütze und behüte uns der lebendige und verbindliche Gott. Schenke uns seine Liebe, seine Begleitung und seinen Frieden. Amen.